Das Erste. Herzlich willkommen bei Wer weiß denn sowas? Und damit herzlich willkommen zu einem neues Desperf-Kanal zu Wer weiß denn sowas? Ich muss zugeben, ich bin ein Fan von dieser Show. Ich gucke mir ganz gerne zu meiner Oma immer an, ehrlich gesagt. Und ich habe da zufälligerweise auf Steam gesehen für, glaube ich, 30 Euro, glaube ich. Und habe mir gedacht, ja, das kaufe ich mir. Und bevor ich anfange, eine kurze kleine Erklärung. Ich hatte das Spiel kurz einmal gespielt, eine Runde. Um zu gucken, wie es ist und ja, okay. Mit dabei? Gut, dann lass uns dich mal fit für die Show machen. Ja, warte. Wir haben halt hier jetzt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel Technik, wo ich wenn halt hier. Am Setup ändern ach, möchtest, erzählt er selber, okay. Genau richtig. 17:55 Uhr, die Uhrzeit stimmt nicht. Nur so zur Info. Und mit S kann ich hier zurückgehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Maske, hier wo ist die Maske. Wir. Ja. Gesicht, Haare, Outfit. Das alles können wir hier ein bisschen aufbunden. Wo wir uns selber stylen können, alles machen wir es gleich auch. Und kurz wollte ich noch sagen, wenn wir nachher in der Show drin sind, finde ich echt ganz geil gemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel Fragen gestellt kriegt, die Frage beantwortet, dann kommt auch wie in Wirklichkeit immer so ein kleiner Videoclip so, wo dann erklärt wird, warum die Antwort richtig ist oder falsch ist. Und ja, finde ich eigentlich sehr interessant gemacht. Aber ich finde auch lustig mit, ich zeige euch gleich, wenn wir im Spiel drin sind, erstmal D anpassen. Wir spielen ja diesen James hier. Können wir Kopf anpassen? Eher dünn, eher dicker. Nehmen wir mal ein bisschen dicker. Bin ich ja auch. Können wir das nehmen? Hautfarbe. Was ist das eigentlich für Hautfarbe hier? Wie nennt man die denn? Krank? Todkrank? Ich habe keine Ahnung. Oder einfach nur tot? Ich habe keine Ahnung, wie diese Farbe nennt. Komm, wir nehmen mal einen schwarzen. Komm. Lippen. Safe, wir nehmen Lippenstift. Safe, nehmen wir Lippenstift. Wir nehmen grünen Lippenstift. Warte mal. Krass. Grünen Lippenstift. Safe, so bleiben wir. Safe, auf jeden Fall. So, zurück. Jetzt mit S. Ich drücke immer Escape. Haare. Ach, haben wir. Warte mal. Haben wir mehr zwei Gesichter? Warte mal kurz. Moment. S, abbrechen. Wir gehen nochmal mit D bestätigen. So, D. Also da haben wir nur zwei Gesichter, alles klar, weil Bescheid. Drück immer Escape. Haare mit D. Können wir irgendwie drehen? Name ändern. Ach, Namen kann man auch ändern. Können wir die Person drehen? Achso, da ist ein Spiegel, sehe ich gerade. Bleiben wir bei den hier. Machen wir so pink. Ein Bart. Gehen wir uns den hier. Bartfarbe. Machen wir einfach so einen bunten Mischmasch hier. Im Name ändern mit W. Nehmen wir mal meinen Namen. Dennis. Bestätigen. Hat eh nichts auf dem Nacken. Den Namen wird eh nicht genannt. Von daher ist aber egal. S zurück. Augen. Nimm mal grün. Krass, Brillen gibt es auch, okay. Nimm mal die hier. Darunter auf Farbe. Nimm mal rot. Lidschatten. Sieht man so eh nicht. Nochmal so. Lauf zurück. Geil, gibt's auch. Auch nicht schlecht. Hier, so voll hier von DJ Ötzi, die Mütze. Kann man auch nehmen, sehe ich gerade. So Cappy nach hinten, so wie Ash die früher mal hatte bei Pokémon. Komm, den Hut nehmen wir. Safe, den Hut nehmen wir hier. Sehen wir unsere Haare nur, also wir haben eh nur Haare an der Seite, von daher ist der Kack egal. Kann man den Hut auch nehmen.
Ja, wenn wir da mal hier, was ist ja gelb hier, ne? So, gelb nehmen wir. Ohrringe. Wäre gut, aber auch dem Mann Ohrringe geben. Wäre ich gut. Finde ich sehr gut. Nur mal hier, sieht so irgendwie reich aus, so Diamanten oder so ein Scheiß. Nehmen wir die. Halsband. Über das hier. Haben wir noch? Ne, das ist eigentlich ganz cool, oder? Das behalten wir mal so. Auf S. Oberkörper. Total unwichtig eigentlich, glaube ich. I love Pizza stand da irgendwo. Hallo, wo stand das? Da stand da irgendwo. Muss ich mich verarschen? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung. Hallo, was hier gerade passiert? Ich kann nichts so machen. Hallo. Moment bitte eben. Ich bin da noch etwas krank, tut mir leid dafür. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Nochmal. Oberkörper. Mein Gott, ich drücke immer S. Mein Gott, die Knöpfe sind scheiße gemacht, ehrlich gesagt. So, dann auf D. Ja, nehmen wir die. Muster. Und dann eigentlich wirklich ziemlich cool aus, diesen Pullover so, ne? Finde ich auf jeden Fall. Muster, also, kann man auch nochmal ändern, okay. Hier von, hier Muster, so von Dapper Daylight sieht aus, wie diese Kratzspuren da. Nehmen wir einfach mal rot. Dann auf S zurück. Beine können wir auch noch machen. Sieht man die Beine überhaupt? Die sieht man noch gar nicht, oder? Ich glaube, Beine ist eh kackegal. Ich glaube nicht, dass man die Beine sieht. So, ich würde so nicht in eine Schau gehen, aber okay. Ja, die Schlappen sind schon ganz gut. Die lassen wir mal an. So, ich will, so würde ich nicht in eine Schau gehen, aber hey. So nicht. S, S, D, bestätigen. Ja, nehmen wir ihn. Jetzt auf S zurück, ne? Genau. Hier haben wir ein Archiv, da war ich selber noch gar nicht drin. Willkommen im Archiv. Hier kannst du Statistiken und Trophäen betrachten, sowie Shows auswählen, bereits absolvierte Shows erneut spielen und unterbrochene Shows fortsetzen. Was? Ah, hier kann ich auch kurz gucken. Ich hatte eins aber Antworten Fragen. Sechs Stunden. Achso, der richtige Mal von Fragen 2, ja. Richtige Antwort der Zuschauer, gesamt eine. Bisher gespielte Zeit 32 Minuten, längste Schau 32 Minuten. Also ungefähr geht eine Schau eine halbe Stunde ungefähr. Damit ihr da schon Bescheid wisst. Da oben ist Excel, kann das Spiel beenden. Will ich gerade aber ehrlich gesagt nicht. Immer mal gucken. Okay, und die Facecam wollte ich immer, sobald ein Videoclip anfängt, wollte ich die Facecam natürlich ausblenden. Also jedes Mal, wenn da ein Video kommt, blende ich die Facecam aus und nach dem Video wieder ein. Weil ich nicht vergesse, aber sollte ich wohl eigentlich nicht vergessen, dürft ihr nicht vergessen. Wir sagen, spielen wir einfach mal los jetzt. Der Moment der Wahrheit. Genau, jetzt. Für welches Team entscheidest du? Kann ich entscheiden mit Q nach Bernhard oder mit E nach Elton. Ich habe vorhin auch Bernhard genommen. Und ich will mich jetzt wieder für Bernhard entscheiden. Obwohl ich gesehen habe, Elton coolen Panda-Bär auf dem T-Shirt hat. Und ich liebe Panda-Bäre über alles. Weil die einfach mega süß sind. Und, aber Team Bernhard entscheide mich für Bernhard, weil ich früher immer die Night daneben geguckt habe. Als Kind immer, und da war Bernhard auch mit dabei früher, und der ist einfach das Geilste, ganz ehrlich, der ist einfach mega geil. Der hat mich früher als Kind immer zum Lachen gebracht, darum gehe ich nach Bernhard. D bestätigen. Und ihr müsst gleich mal auf die ganzen Tonspuren alle achten. Heute bei Wer weiß denn sowas, Bernhard Hoeker. Wenn ich Mikrofon ausmachen sollte und huste, dann ihr seht, da ich huste immer fest, kann, tut mir leid, ich bin etwas krank. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Wer weiß denn sowas. Wussten Sie eigentlich, dass es Bambusarten gibt, die pro Tag mehr als einen Meter wachsen? Moment, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Also bei dieser exquisiten Besetzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht, auf welches Team sollen wir heute setzen, auf welche Seite. Das hat er gerade alles nicht gesagt.
das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Das hat er gerade nicht gesagt. Und dann haben die vorhin auch nicht angezeigt. Komisch. Und das Team Elton. Wow. Wow. Das ist eine Menge. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Und ich habe schon... 12 Kategorien heute. Ich erzähl gleich. Einspruch. Das Fragezeichen. Hat er vorhin auch nicht gesagt. Berufe. Total genial. Sport. Tierisch. Was wäre wenn? Weltmeere. Clever. Streng geheim. Und Straßenverkehr. Ich weiß nicht, gar nicht in Tonspur. Man hört immer, wenn die anfangen, wann die beendet sind. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Was war das denn? Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Da war ich nicht. Entscheiden wir uns für clever. Elton fängt an. Dann nehmen wir clever. Clever nehmen wir. Das hat er vorher alles gar nicht gesagt. Also das wohl mit dem clever so alles. Ich meine aber kein Pflaumen jetzt. Konservendose. A. Sie bewahren die Aromastoffe. B. Spielen bei der Wiederverwertung eine wichtige Rolle. Oder C. Verleihen der Dose Stabilität. Wir müssen es eh nicht antworten. Ich wüsste das eigentlich gar nicht. Verleihen der Dose Stabilität. Es kann natürlich sein, dass es so eine Art Federung auch ist. Aber ich finde das Spiel echt gut gemacht. Sehr interessant eigentlich. So ganz stabil und kann Antwort. Für Fans wie mich von Wer weiß denn sowas? Und wahrscheinlich... Ah, Isle of Pizza! Das wollte ich auch zuerst machen eigentlich. Weil dann da Luft in den... Also innen jetzt gesehen... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen nehmen wir C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Ich mach fest mal aus. Auf die richtige Antwort. Weißblech wird ausgewalzt und zurechtgeschnitten. Der Dosenrumpf wird in Form gebracht und verschweißt. Eine Stanzmaschine stellt die Rillen her, die sogenannten Sicken. Das spart Material und Kosten, denn sie machen die 2 bis 3 mm dünne Dosenwand stabiler und belastbarer, anders als Dosen ohne Rillen. Krass. Erste Frage richtig beantwortet. Ich glaube, ich lasse die Festkunde aus, glaube ich. Das war ich besser. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? So, jetzt finde ich auch eigentlich mega geil. Ich kann jetzt mit Falltasten so gucken, was ich haben möchte. Und kann einmal D klicken zum Vorschlagen. Dann sagt Bernhard irgendeinen Spruch. Ich bin dabei. Ich bin dabei? Fragezeichen, sagt Bernhard dann. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Essen und Trinken. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Das sagt der Coach immer, aber zu Essen und Trinken, wegen Elton logischerweise. Wir schließen jetzt erstmal das aus. Entscheid du mal. Ja, da sind wir uns auch einig. Das ist ja totale Lotterie. Sport. Wir nehmen Sport, komm. In die Playback-Stellung. A. Gehen Turniertänzer kurz vor ihrer Kür. B. Werden Tischtennisplatten geklappt, um alleine zu spielen. Oder C. Begeben sich Balljungen beim Aufwärmen von Fußballern. Ich würde raten. Die Playback-Stellung habe ich schon mal gehört. Wir können jetzt übrigens im Publikum befragen. Einmal, kann jeder das Team machen. Krass, die Stellung habe ich schon mal gehört. Gehen Turniertänzer kurz vor ihre Kür. Werden Tischtennisplatten geklappt, um alleine zu spielen. Ich glaube, der ist sogar B, glaube ich. Aber ich kann mal kurz, wenn ich jetzt zum Beispiel, steht da rechts dann A, muss ich dann W klicken für B, S und für C, D. Wenn ich jetzt einmal auf W klicke... Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Sagt er immer, so gibt es so kleine Hinweise und so, aber heißt nicht unbedingt, dass das richtig ist dann auch. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ehrlich? Da hätte ich jetzt eher genommen. Was sagt er zu D? Also wenn ich raten würde, würde ich C raten, weil das war mein erstes Gefühl. Die Playback-Stellung... Begeben sich Balljungen beim Aufwärmen von Fußballern? Ehrlich? So, ich bin selber Fußballfan, aber ich glaube, ich hätte Playback jetzt ehrlich gesagt zu B gesagt. Aber vertrauen Elton mal, nehmen wir mal C. Ach, Elton, Entschuldigung, Hacker. Wir werden es sofort überprüfen. Ich hätte es B gesagt. Tischtennis spielen ohne Gegner? Kein Problem. Bringen Sie die Tischtennisplatte einfach in die Playback-Stellung. Das heißt... Klappen Sie eine Hälfte des Tisches hoch, bis sie im rechten Winkel zum anderen Teil steht. Da meine ich damit, heißt nicht unbedingt, dass das auch richtig ist, was Bernhard dann da sagt. Aber manchmal vielleicht nicht. Mann, hätte ich mal auf mich selber gehört. Bei 0 Euro. Ich finde unser Charakter so cool, ne? Nächste Kategorie. Sollen wir einfach Einspruch nehmen? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Wir hätten gerne Einspruch.
Welche Supermarktregel ist gesetzlich festgelegt? A. Getränke dürfen vor dem Bezahlen konsumiert werden. B. Pfandbons können auch noch 3 Jahre später eingelöst werden. Oder C. Waren dürfen in der eigenen Tasche zur Kasse gebracht werden. Also A auf gar keinen Fall. Möglich? Waren dürfen in der eigenen also Tasche B halte ich für werden. Komplett ausgeschlossen. C würde ich sagen. B oder Getränke, C? Also das, ich würde C tippen. Öfter. Wenn ich Durst habe, nehme ich mir irgendwie eine Getränkedose, trinke die und stelle die leere Dose an die Kasse. Euer Ernst? Ihr habt A eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Ach so, wenn ihr... Ach so, die können nicht... Auch wenn die meisten Supermärkte Kulanten... Jetzt habe ich das verstanden. Getränke vor dem Kauf zu trinken gilt rechtlich gesehen als Diebstahl. Genauso steht es um das Verstauen der Waren in einer eigenen Tasche. Denn für den Supermarkt ist es nicht klar ersichtlich, ob man die Ware später wirklich bezahlen will. Wer Pfandflaschen zurückbringt, kann sich mit dem Einlösen des Pfandbons sein lassen. Eigentlich sehen es nicht gern, doch der Paragraph 195 BGB sieht vor, die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Na gut, eigentlich auch logische Antwort. Ich habe zehn nur gedacht, jetzt nicht mehr angedacht, dass es vor das Diebstahl gilt. Ich dachte, es zählt erst Diebstahl, weil ich rausgehen würde. Aber A ist doch Schwachsinn gewesen, hätte ich auch nicht genommen, ehrlich gesagt. Auswählen, können wir noch euch auswählen. Nehmen wir mal streng geheim und tierisch. Weltmeere. Ist eigentlich auch immer sehr interessant, Weltmeere. Ich liebe so Fische, so kack alles. Fische. Und meine Fische. nehmen wir Weltmeere. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Ja, nimm mal das, Bernhard. Wenn dir total gut gefällt, nimm mal das. Im Indischen Ozean lebende Krabbenart Scopimera globosa hinterlässt Kunstwerke am Strand. B. Verbringt fast ihr ganzes Leben in Vogelnestern. Oder C. Bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Also B würde ich selber ausschließen. Hinterlässt Kunstwerke am Strand. Ich weiß, dass ein Tier auf jeden Fall macht. Ich weiß ja nicht, ob es diese Krabbenart ist. Ein Tier macht so, aber das weiß ich. Ich weiß auch nicht, ob es... Ne, gar nicht. Ein Tier macht... Ich kenne ein Tier, was das, glaube ich, im Wasser macht, ne? Auf jeden Fall habe ich das schon gehört. Ich weiß auch nicht, ob das von einer Krabbe ist. Bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. B will ich ausschließen. Guck mal, Bernhard sagt... Hinterlässt Kunstwerke am Strand. Was könnte das denn sein? Das heißt, die läuft da rum, bastelt Burgen. Könnte es sein, dass die bestimmte... Dass die läuft und dabei entstehen besonders schöne, optisch ganz tolle Formen. Irgendwelche Formen im Sand, würde ich auch sagen, ja. Als auch zu B würde ich komplett ausschließen. B. Verbringt fast ihr ganzes Leben in Vogelnestern. Das hieße... Ja, wenn du ein Vogelnest. ...in den Baum krabbelt oder sowas. Ja, es gibt Krabben, die Bäume rauflaufen. Also ehrlich? B würde ich nicht ausschließen. Gibt es wirklich Krabben, die machen? B würde ich komplett ausschließen. Was sagst du C? Bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Das wäre natürlich sehr lustig. Ja, hat er recht. Das Video wäre lustig, wenn wir Video sehen könnten. Aber egal, was wir antworten, Video sehen wir eh. Von daher. Aber ich würde eher sagen, A würde ich tippen. Ich habe vorhin auf Bernhard gehört. Obwohl ich richtig hatte. Dann hatte ich halt einmal 0 Euro erst bisher. Boah. B nicht. A oder C. A oder C. Wir nehmen... A. Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Die unter anderem in Australien und Indonesien heimische Krabbenart ist nur etwa 1 Zentimeter groß. Beim Durchsuchen des Sandes nach Nahrung hinterlässt sie tausende von Sandkügelchen. Da sich die Krabbe von ihrem Bau aus strahlenförmig nach außen bewegt, entstehen so aus der Luft betrachtet oft wunderschöne Kunstwerke. Okay, so habe ich ja nicht gedacht, aber ich wusste, dass es dort gibt. Ja, aber ich nicht so. Die ersten 500 Euro auch für euch. Wir machen mit euch weiter. Lass uns einfach Straßenverkehr nehmen. Das klingt eigentlich ganz gut. Straßenverkehr bitte. Welche in den 1970er Jahren erlassene rechtliche Ausnahmeregelung wurde 2014 aufgehoben? A. Feuerwehrleute durften auch ohne Führerschein fahren. B. Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen. Oder C. Fahrradfahrer durften über rote Ampeln fahren. B. B, ja, ich weiß auch. B, nein, ist es nicht. Weil Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen, weil... Ich verstehe die Frage nicht, deswegen bleibt für mich nur A. Wegen Überfälle, wegen Raubüberfälle. A ist eingeloggt und hier B ist richtig ist die Lösung.
Diese rechtliche Ausnahmeregel wurde in den 1970er Jahren eingeführt, und zwar wegen zunehmender Übergriffe. Unangeschnallt konnten Taxifahrer besser flüchten. Mittlerweile stellt aber die Zahl der Verkehrsunfälle eine weitaus größere Gefahr für die Fahrer dar. Deshalb gilt seit dem 31.10.2014 die Anschnallpflicht auch für Taxifahrer. Okay. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Achso, ich hatte BSE richtig getippt gehabt, aber ich habe falsch verstanden die Frage, ich gesagt. Ich dachte, die Regel gibt es immer noch, wenn ich Taxi fahre. Dachte ich. War gut zu wissen. Essen, Trinken, wundert euch, der Eltern habe ich genommen hat, aber nimm mal tierisch. Essen, Trinken, was haben wir Eltern? Wer im Moment mal wird richtig antworten. Wenn wir oder? Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Wie einer lacht, warte. Am vernünftigsten. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Ja, noch einmal. Auch wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Komm, wir nehmen tierisch. Wir haben gerade mit der Graben auch richtig antwortet. A. Lebt im südostasiatischen Süßwasser. B. Sitzt auf der Baumrinde im afrikanischen Regenwald. Oder C. Fliegt über den südamerikanischen Anden. Ein Küssner Kurami. Hab ich noch nie mal ganz den gehört, ehrlich gesagt. Süßwasser. Sitzt auf der Baumrinde im afrikanischen Regenwald. Fliegt über den südamerikanischen Anden. Gucken, ich sag mal Elden, Entschuldigung, Bernhard. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Da hätte ich schon mal gehört, sagt er. Halte ich für unwahrscheinlich. Also, A, sagt er, weiß er nicht. B, hätte er angeblich schon mal gehört. Publikum will ich jetzt noch nicht nehmen. Ich würde ehrlich gesagt später gerne nehmen. Ich vertraue Bernhard jetzt mal wieder, ja? Weil ich habe auch null Ahnung, ehrlich gesagt. Wir können jetzt Publikum befragen. Aber Publikum machen wir später. Ich vertraue Bernhard jetzt mal. Wir nehmen B. So, wir haben B eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Könnte alles sein. Klingt spannend, ist es auch. Der aus Asien stammende küssende Gurami ist hierzulande ein beliebter Aquarienfisch. Es ist sogar ein Fisch, krass. Der bis zu 30 cm große Süßwasserfisch, seinen auffälligen, vorstreckbaren Lippen. Auf diesen befinden sich winzige Zähne, die er benutzt, um Algen von Pflanzenblättern abzuraspeln. Okay, aber richtig. Ich habe in meinem Kopf einen Fisch gehabt, weil da gibt es ja so ein Pokémon, was auch so ein Liebeskuss oder Liebkuss irgendwie so heißt. Essen und Trinken. Darum habe ich irgendwie sofort das Pokémon im Kopf gehabt. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Essen und Trinken, bitte. Gepökeltes und geräuchertes Fleisch sollte nicht gegrillt werden, weil es A. bitter schmeckt, B. gesundheitsgefährdende Stoffe entstehen oder C. es schwabbelig wird. Eventuell B? Ist doch Blödsinn. Was sagst du zu A? Ich weiß es tatsächlich absolut nicht, aber allein von den Antworten würde ich sofort auf A tippen. Gut, dann nehmen wir A. Ihr nehmt A. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Gepökeltes und geräuchertes Fleisch wie Kassler, Leberkäse, Speck, Bockwürstchen, Salami, gekochter oder geräucherter Schinken werden in der Verarbeitung mit Hilfe von Nitritpökelsalz konserviert. So erhalten die Fleisch einen besonderen Geschmack und behalten ihre rote Farbe. Durch die hohe Temperatur auf dem Grill reagiert das Nitrit mit den Eiweißstoffen im Fleisch. Die Folge, es entstehen krebserregende Nitrosamine. Was? Eltern, falsch geantwortet bei Essen und Trinken? Und ganz ehrlich, die haben Eltern auch viel dünner gemacht. Das ist eigentlich viel dicker. Fragezeichen? Berufe? Was wäre wenn? Streng geheim, total genial. Wir nehmen mal Berufe. D. Das ist schon relativ komplex. Findest du? Ich weiß nicht. Wer benutzt bei seiner Arbeit eine Mandoline? A. Köche Mandoline. Beim Schneiden von Gemüse. B. Ärzte beim Untersuchen des Ohres. Oder C. Gärtner beim Sprengen des Rasens. Wer benutzt bei seiner Arbeit eine Mandoline? Köche beim Schneiden von Gemüse, könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Wenn man da irgendwas Mandoline nennt. Untersuchen des Ohres? Nein, glaube ich nicht. Habe ich auch nie gehört. Gärtner beim Sprengen des Rasens. Mein bester Freund hat Gärtner gelernt und der hat mir immer so viel erzählt. Und ich habe da bisher noch nie was von einer Mandoline gehört, ehrlich gesagt. Boah,
Ich würde auf A tippen. Guck mal, Bernhard sagt. Ich meine, das hätte ich sogar mal gesehen, ne, gelesen. Ja, Bernhard. B würde ich ausschließen. B würde ich aber auch ausschließen, ehrlich gesagt. C kann nicht sein. C kann nicht sein. A hat er mal gehört oder gelesen. Ich würde aber auch A sagen, da wir beide A nehmen würden, nehme ich A. Ich bin für A. Ihr nehmt A. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Bei einer Mandoline handelt es sich um ein Saiteninstrument, genauer gesagt um eine Unterart der Lauten. In der Kochkunst jedoch dient die Mandoline als hochwertiger Küchenhobel, der dem Koch das schnelle und feine Schneiden von Gemüse ermöglicht. Die Mandoline kann mit Hilfe auswechselbarer Klingen, Julienne-Streifen, einfache Scheiben oder Wellen- und Waffelformen in stufenlos verstellbaren Stärken schneiden. 1000 Euro auf eurem Konto. Wir haben noch 4 Kategorien. Ich hätte es viel dünner gemacht im Spiel. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Wir hätten gerne was wäre, wenn. Du stehst jetzt 1000 zu 500 Euro. Wenn wir Menschen dieselben körperlichen Merkmale wie Kobold-Makis hätten. A. Unsere Augen wären so groß wie Mandarinen. B. Wir könnten Hyperschall hören. Oder C. Wir hätten 6 Finger, aber keinen Daumen. Wäre B eine Möglichkeit? Nein, ich würde B, Kobold-Makis, wie der ausgesprochen wird, nie gehört. Wie stehst du zu A? Unsere Augen sind so groß wie Mandarinen. Ich denke A. Wir könnten Hyperschall hören. Antwort A. Ich würde es auch A schützen, ehrlich gesagt. Hier ist die richtige Antwort. Aber wie gut, dass wir nicht dran sind. In den Bäumen Südostasiens leben die Kobold-Makis. Sie können trotz einer Größe von durchschnittlich nur 2 Zentimeter bis zu 5 Meter weit springen und ihren Kopf um bis zu 180 Grad drehen. Die haben riesen Augen, meine ich. Nicht genug? Die Augen der nachtaktiven Primaten haben einen Durchmesser von 16 mm. Im Verhältnis zu ihrer Kopfbreite. Die sind mega süß. Ich finde die richtig, richtig süß. Hätte ein durchschnittlicher europäischer Mann zur Kopfbreite genauso große Augen, hätten die 5 cm Durchmesser. So groß. Das sieht aus wie ein Alien. Mandarinen. So, 1000 Euro bei euch. Die Brille, die wir aufhaben, da könnten solche Mandarinen sein, so groß. Wir sind dran, ne? Komm, wir nehmen ein Fragezeichen. Guck mal, da sind wir uns auch einig. Ja, sind wir uns einig. Wo wird zwischen Halsberger und Halswender unterschieden? A. Pfannkuchen, B. Schildkröten oder C. Autoreifen? Halsberger und Halswender. Ich will. Ist das Pfannkuchen? Weil nicht. Schildkröten. Es gibt so viele Schildkrötenarten, oder nicht? Ich glaube nicht, dass man mit Schildkröten zu tun hat. Autoreifen. Habe ich echt. Ich habe keinen Autoführerschein. Ich war mal in der Fahrschule, habe leider nicht komplett zu Ende gemacht. Und ich habe dann nie was gehört mit Halsberger, Halswender. Also glaube ich das nicht. Pfannkuchen würde ich jetzt raten. Aber nicht wissen, guck mal, Publikum. Okay, wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ganz kurz auf, einmal. Toll, die sind beide gleichzeitig aufgestanden. Wer soll antworten? Den Herrn? Komm, nimm mal die reizende Dame, nimm mal. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Antwort B müsste richtig sein. Was, ehrlich? Darüber habe ich eine Doku gesehen. Ah, okay. Dann wird da wohl richtig sein. Wir haben B eingeloggt. Ich wusste, Tierdoku ist am besten. Lösung. Schildkröten werden grundsätzlich in zwei Heiratsanträge eingeteilt. Halsberger und Halswender. Unterscheidungsmerkmal der beiden ist der Hals. Halsberger Schildkröten können den Kopf durch eine senkrechte, S-förmige Biegung der Halswirbelsäule in den Hals einstülpen. Halswender-Schildkröten dagegen können den Kopf nur seitlich in die vordere Panzeröffnung legen. Krass! 1500 Euro auf eurem Konto! Wie gut der Publikum nochmal. So, 2 Kategorien haben wir noch. Was hältst du von total genial? Total genial finde ich super. Wir nehmen total genial.
Wie lässt sich die Verweildauer von Parfüm auf der Haut verlängern? A. Okay, das würde ich auch mal gerne wissen. Aneinander reiben. B. Die Aufsprühstelle mit einem Eiswürfel benetzen. Oder C. Vorher etwas Vaseline auftragen. Man sagt ja, man soll, wenn man Parfüm auflegt, immer dran reiben, sagt man. Was ein? Ja, nein. Aber das stimmt, weiß ich nicht. Ich kenne das nur so. Ich hätte es auch A gesagt, weil ich das nur so kenne. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wer Parfüm aufsprüht und die Handgelenke aneinander reibt, der... Ich hoffe, die Musik... Ich hoffe, da gibt es da keinen Ärger. Kommt Kälte ins Spiel, dann verschließen sich die Ohren und nehmen das Parfüm schlechter auf. Na, Musik, Hilfe. Zuverlässig duften möchte. Musik, hallo. Länger haltbar. Ja, kann ich nicht überspringen gerade? Zudem ist Vaseline geruchsneutral und beeinflusst die Duftkomposition. Da. Es bleibt bei 1000 Euro. Eine Frage haben wir noch. Wir hauen ja einfach Musik da rein, sind die doof? Streng geheim. Ja, die dürfen wir ja gar nicht aussuchen, ist ja nur eine. Wie haben CIA-Agenten früher heimlich miteinander kommuniziert, wenn sie sich begegneten? A. Über ihre Schnürsenkel, B. Mit dem Haarscheitel oder C. Mit Hilfe des Krawattenknotens? Kommuniziert, wenn sie sich begegneten, über ihren Schnürsenkel, mit dem Haarscheitel, mit Hilfe des Krawattenknotens. Boah. Ich selber würde sagen, wie, weiß ich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er irgendwie mit den Schnürsenkeln gemacht hätte früher, ich weiß es aber nicht. Mal gucken, was Bernhard sagt. Beim Schnürsenkel kannst du mit Hilfe des Bindens komplette Nachrichten. Das schließe ich aus. Die Frage ist, welche Information? Heißt es nur, wir können reden oder wir können nicht reden? Dann kannst du mit drei, vier, wie viele Knoten gibt es? 15 vielleicht. Ich würde auch eher gesagt A nehmen. Publikum war eh nicht mehr, also nehmen wir A. Nein, hallo. A. Einloggen. Warum macht er denn? Also nochmal. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. In den 50er Jahren beauftragte die CIA tatsächlich einen Zauberkünstler mit der Entwicklung von Tricks für ihre Geheimagenten. Einer davon war besonders raffiniert. Agenten konnten durch ein bestimmtes Muster der Schnürsenkel untereinander kommunizieren. So überbrachten sie unauffällig Nachrichten wie: Ich habe Informationen, folge mir. Oder: Ich habe jemanden mitgebracht. Krass, die würde ich mir niemals merken. Wie gut, dass ich kein Agent war. Hier, im Ordnung. 2000 Euro sind es bei euch inzwischen. Geil, wir haben ordentlich abgeräumt. Also jetzt kommt die Masterfrage. Kann sich alles ändern. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, ihr seid bei 2000 Euro. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto. Ganz ehrlich, Elton müsste eigentlich schon alles setzen normalerweise. Wird es auch heute wieder entscheiden, denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Mathematik kann ich überhaupt nicht. Die heutige Finalfrage kommt, ist Mathematik. Mathe war immer mein Hassfach so, Nummer 1. Ich kann es heute nicht wirklich Mathe, Alter. Nee. Ganz ehrlich, 1 Euro. Ich kann überhaupt nicht Mathe. Teams haben gesetzt. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Jetzt 1 plus 1. Hier ist die Masterfrage. Welches ist die größte Primzahl, die kleiner ist als 100? A 93, B 97 oder C 99? Ja. 20 Sekunden ab jetzt. Okay, Leute, ich kann echt null Mathe. Ich hasse Mathe wie die Pest. Aber ich... Ist doch 99 oder nicht? Wir schauen auf die Beträge. Was haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Oh. Das Team Elton. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für C.
Ich habe echt keine Ahnung, ehrlich nicht. Auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. So, lösen wir es auf. Eine Primzahl sind alle von 1 verschiedenen und nur durch 1 und sich selbst teilbaren Zahlen. Und die richtige Antwort ist Antwort B. Aber wir haben gewonnen. Das bedeutet, dass Team Bernhard gewinnt. Wie gut, dass ich noch 1 € gesetzt habe, ehrlich. Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Geil. Um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? So, nach gut einer Spiel ist, was ich sehr gut finde. Das Publikum merkt sich, wer quasi jetzt gewonnen hat. Und das heißt, da wir jetzt gewonnen haben, werden wir in der nächsten Runde mehr Zuschauer haben als vorher. Jetzt jeder Zuschauer, der 40 war, hat krass 49,98 € bekommen. Krass. Da hätte es sich gelohnt, da nach Bernhard zu setzen. Ja, zurück zum Hauptmenü. Aber ich würde sagen, ich mache noch 1 oder 2 Runden, mal gucken. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.